Ich darf ganz herzlich zu unserem heutigen Online-Gesprächsabend begrüßen. Wir widmen uns heute unter dem Titel Gut Mensch zu sein, der Solidarität und der Zukunft dieser großen Idee. Wir haben dazu auch wie immer spannende Gesprächspartner eingeladen und Gesprächspartnerinnen. Ich darf beginnen mit unserem Gast aus Deutschland, Universitätsprofessor Dr. Heinz Bude. Er ist Soziologe an der Universität Kassel und er ist auch Autor des Buches Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Herzlich willkommen, Herr Bude, bei uns. Grüß Sie alle, freue mich bei Ihnen zu sein. Und ich darf weitermachen mit unseren beiden Gästen in Österreich. Zum einen darf ich begrüßen die Psychotherapeutin und evangelische Theologin Monika Salzer. Sie ist auch Autorin des Buches Oma gegen Rechts, warum wir für die Zukunft unserer Enkel kämpfen. Und sie ist auch Gründerin und Vorsitzende der gleichnamigen zivilgesellschaftlichen überparteilichen Initiative. Herzlich willkommen, Monika Salzer. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich. Ja, und ein gleichsam engagierter Aktivist der Zivilgesellschaft ist Klaus Schwertner, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Er ist geschäftsführender Direktor der Caritas Wien, der Erzdiözese Wien. Ist davor auch schon Geschäftsführer der Caritas Wien und auch Autor. Und ich darf auch seine aktuelle Publikation zeigen, Gut Mensch zu sein. Herzlich willkommen, Klaus Schwertner, auch bei uns. Guten Abend, hallo. Ja, und damit möchte ich gleich mit unserem titelgebenden Begriff der Solidarität. Solidarität war ja ein starkes Wort, aber vielleicht ist Solidarität auch noch ein starkes Wort. Beginnen und möchte gleich mit unserem Gast aus Deutschland beginnen und Sie fragen, braucht es ein neues Verständnis von Solidarität? Wie wird heute diese Sehnsucht nach Solidarität bedient? Vielleicht von rechts bedient, von links liegen gelassen? Bitte Sie da mal um Ihre Einschätzungen zu Beginn. Ich glaube schon, dass es eigentlich, wenn Sie normalerweise Leute fragen, ich erzähle dir mal was über Solidarität, dann sagen sie, oh mein Gott, komm auf, hör auf, was soll denn das? Das ist schon ein ziemlich abgegriffener Begriff. Also Solidarität war auch immer sehr viel mit der Idee von Zwangssolidarität verbunden, die wir sowohl im real existierenden Sozialismus gehabt haben, als auch in den Organisationen des alten Wohlfahrtsstaates. Also in Deutschland gab es die Neue Heimat, das war eine Wohnungsbaugenossenschaftsgesellschaft, eine riesige Wohnungsbaugenossenschaftsgesellschaft. Und da gab es Anfang der 80er Jahre einen riesigen Skandal und es stellte sich heraus, dass es ein ziemlich korrupter Verein gewesen ist. Alles unter dem Deckmantel der Solidarität. Und zuletzt bei der Diskussion über die Austeritätspolitik in Europa, Griechenland, Zwangssolidarität. Solidarität ist eine Lüge. Solidarität hat damit zu tun, dass man Leuten etwas abpresst an Verständnis und so weiter und so weiter. Also ein Begriff, der eher problematisch angesehen wurde und deshalb und wird. Und ich glaube, deshalb braucht es eine neue Art, mit diesem Begriff umzugehen. Und vielleicht nur zwei Hinweise. Was mich auch besonders interessiert hat, warum ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich erstens den Eindruck hatte, dass die politische Rechte heute den Begriff der Solidarität sehr bespielt mit der Idee der Solidarfunktion einer Nation, eines Volkes, einer Ethnie. Und immer mit der Vorstellung, diese neoliberalen Egoisten, die reden immer nur über sich, aber wir reden über unser Volk, wir reden über unsere Ethnie, wir reden über unsere Nation. Und damit ist gemeint, dass es so etwas gibt wie eine Art von füreinander einstehen. Und das ist aber immer die Idee bei der rechten Auslegung von Solidarität, dass es sich immer um eine exklusive Solidarität handelt. Eine Solidarität für die Deutschen, für die Österreicher, für die Slowenen, für die Slowaken, für die Liechtensteiner, etc., etc. Aber nicht für die, die es nicht sind. Und der zweite Strang, warum mich das Thema sehr interessiert, das ist die neuere Sozialdemokratie. Das ist die Sozialdemokratie mit so Namen wie Tony Blair und Bill Clinton und in Deutschland Gerhard Schröder. Ich weiß nicht, wen Sie bei Ihnen nennen würden.
Ich glaube, da gibt es auch ein paar Sozialdemokraten, die meinten. Jedenfalls nicht Bruno Kreisky, aber irgendjemand danach, sagen wir es mal so. Und da war, ist mir aufgefallen, dass diese neue Sozialdemokratie nicht über Solidarität geredet hat, sondern über Gerechtigkeit. Und Solidarität überhaupt gar nicht mehr vorkommt. Und beides schien mir falsch. Also weder nur auf Gerechtigkeit zu setzen und andererseits nicht zu sehen, dass die politische Rechte diesen Begriff bespielt. Und mir war es wichtig, einen Solidaritätsbegriff zu begründen für eine politische Linke, der anspruchsvoll ist, der existenziell bewegend ist und der gleichzeitig die Wahrheit über unsere Solidarität sagt. Herzlichen Dank. Das ist ein wichtiger Anspruch, dies zu formulieren. Wir werden dann auch noch natürlich näher darauf eingehen, was das bedeuten könnte. Ich möchte aber jetzt nochmal in unserer Einleitungsrunde mal weitermachen. Herr Schwertner, Sie befassen sich ja auch mit dem Thema, nicht nur ein guter Mensch zu sein, sondern Sie befassen sich ja auch mit Fragen des sozialen Ausgleichs. Wie sind da aus Ihrer Sicht die Herausforderungen? Wir haben ja Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechte, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Sie zitieren. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen. Welche Herausforderungen bestehen da aus Ihrer Sicht, dass die Menschen einander nicht in diesem Geiste begegnen? Große Frage, könnte ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange und weit ausholen, das mache ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass diese seit mittlerweile über einem Jahr andauernde Pandemie nochmal deutlicher Polarisierungen, gesellschaftliche Spaltung und dergleichen, aber auch letztlich unsere eigene Verletzlichkeit als Individuum und als Gesellschaft sichtbar machen. Viele Dinge, die schon vor der Pandemie da waren, aber die uns jetzt beinhart vor Augen geführt werden. Die Angst machen, die ganz vielen Menschen Sorgen bereiten, natürlich nicht nur aufgrund dieser Gesundheitskrise, die ja in Wirklichkeit mittlerweile auch zu einer sozialen Krise geworden ist, zu einer psychosozialen Krise geworden ist, einer Bildungskrise, einer Wirtschaftskrise und. Und gleichzeitig dürfen wir, finde ich, nicht vergessen, und das versuche ich halt in meinem Buch auch darzustellen, dass es großartige auch Errungenschaften in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat, die wir gerne leichtfertig wegwischen. Was meine ich damit, wenn man sich über die Jahrzehnte anschaut, wie der weltweite Hunger zurückgedrängt werden konnte. Bei allem, was an schrecklicher Kluft zwischen Arm und Reich da ist, das mag ich nicht leugnen, ich erlebe sie jeden Tag an so vielen Orten, auch in Österreich im Übrigen. Aber wenn man sich anschaut, wie die Kindersterblichkeit zurückgegangen ist, die Lebenserwartung gestiegen ist, die Trinkwasserversorgung weltweit verbessert werden konnte und. Ich mag jetzt nicht sozusagen, aber das ist eine lange Liste, was gelungen ist. Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass wir natürlich Rückschläge erleben mit dieser Pandemie und dass gerade jetzt sichtbar wird, wie sehr unser eigenes Handeln auch andere beeinträchtigt oder in Mitleidenschaft bezieht, nämlich in dieser Pandemie. Wie verhalte ich mich, wie schütze ich meine eigene Gesundheit, welche Auswirkungen hat das auch auf andere? Und das in Wirklichkeit ja nicht nur das Gesundheitsthema betrifft, sondern hunderte Entscheidungen, die wir Tag für Tag treffen. Das, was beim Thema Solidarität, finde ich, aber schon auch spannend ist, dass wir, und da nehme ich mich selber gar nicht aus, dass wir sehr schnell auch uns zurückziehen, dass wir uns zu Hause bequem machen, auf der Couch, im Warmen, auch oft auf Social Media empört in die Tasten hämmern, hinausschreien, wie schrecklich da draußen alles ist, wie furchtbar die Politik denn ist und die Mächtigen. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass positive Veränderung, dass Mitmenschlichkeit, Solidarität zuallererst bei uns selber auch beginnt. Und ich mag,
Ich finde es auch eine schwierige Diskussion, strukturelle Solidarität, das heißt ein ausgeprägter Sozialstaat auch, der einen Ausgleich schafft, dass der nicht gegen individuelle Solidarität ausgespielt werden darf, aber es braucht in Wirklichkeit beides. Und ich hoffe, dass ein Stück weit diese Krise auch dazu beiträgt, dass Dinge, die stark aus der Balance geraten sind, jetzt zumindest wieder hinterfragt werden, neu gedacht werden können und dass es da eine neue Form der Solidarität und Mitmenschlichkeit geben wird. Natürlich sehen wir aktuell ganz stark, und das ist auch durch Social Media nochmal verstärkt, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Grauschattierungen gibt und dass wir auch in einem demokratischen Diskurs schaffen, wieder Brücken zu schlagen, zu schauen, wo kann man kleinste gemeinsame Nenner finden. Deshalb, ich tue mir auch total schwer mit diesen Begriffen links und rechts und ich versuche nicht in diesen Kategorien zu denken, auch wenn es mich natürlich auch immer wieder erwischt, aber vielleicht können wir darauf auch dann später noch genauer eingehen, weil ich natürlich auch merke, dass auch in dieser Krise Politik und auch mit dem Erstarken des Populismus und mit Trump und anderen Populisten, es sind übrigens meist Männer, natürlich auch die Lüge Einzug gehalten hat. Und die sind Gift für eine Gesellschaft, meiner Meinung nach. Und die sind natürlich auch Angst, die damit verbreitet wird, Sorgen, die damit verbreitet werden. Die sind wirklich ganz gefährlich für Solidarität und für unsere Gesellschaft und diesen Kitt, der eine Gesellschaft ausmacht. Vielen Dank. Ich glaube, da werden wir noch auf einiges eingehen können. Zunächst aber auch an Sie, Frau Salzer. Wir haben jetzt schon gehört, es mit einer zunehmend egoistischer oder auch fremdenfeindlicher werdenden Gesellschaft zu tun. Es gibt einen Rückzug, kein Engagement, man macht es sich eher bequem. Wie sehen Sie die Frage der Solidarität in dieser Gesellschaft? Gibt es vielleicht auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen diese Egoismen, für mehr Solidarität? Ich sage, jetzt muss es vielleicht auch die Bewegung engagierter Omas dann geben, die da auf die Straße gehen muss, um dieses Plädoyer zu formulieren. Wie sehen Sie das einleitend? Also ich glaube, eine negative Weltsicht ist eine rechte Sicht. Ja? Also Okay. Alle guten Gedanken für das Leben bringen uns weiter, zu sagen, heute ist alles schwierig, ja, es gibt verschiedene Phänomene, die wirklich beängstigend sind. Ja, was vor 100 Jahren anders? Also ich denke, wir sind natürlich von einem sehr hohen Standard gekommen, sind mit dem jung gewesen, groß geworden und jetzt hat sich die Gesellschaft total verändert und Veränderung macht Angst, aber prinzipiell, also ich habe die Omas gegründet in Solidarität mit meinen Großmüttern, weil ich am Tag vor der Beerdigung meiner Mutter mir gedacht habe, diese Frauen waren politisch aktiv, sie waren Feministinnen, sie haben ihre Berufe gehabt, sie waren unglaublich mutig. Sie haben sich in geheimen Taubenzüchtervereinen getroffen, zum Beispiel die Sozialistinnen unter ihnen, und weil das war verboten im Ständestaat. Sie haben einfach etwas riskiert. Ja? Und wir sind in einer Welt, in der die Sicherheit vor Corona, muss man sagen, vorgegangen ist, vor allem anderen und eben die Couch-Potatoes. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir müssen aufstehen, wir können das auch. Wir sind zu einer politischen Kraft geworden, die die Ressourcen hat, nämlich Zeitressourcen, die die Jugend gar nicht hat. Und das ist gut. Wenn ich über das Gute nachdenke und das Böse, denke ich, also mir gefällt das von Martin Buber sehr gut, der Mensch wird nur am Du zum Ich. Ja, der Mensch wird nur am Du zum Ich. Das heißt, wir sind von Beginn des Lebens an in Beziehung mit anderen Menschen, sonst können wir gar nicht überleben. Wir werden durch das Du geformt und dieses Du, ob man das jetzt Solidarität nennt oder Muttertrieb oder Vatertrieb oder was auch immer, es ist etwas Soziales. Ja, also wir können gar nicht überleben in nicht sozialen Bedingungen. Wir brauchen
den anderen Menschen, das Du, um überhaupt Mensch zu werden, in der gesamten Entwicklung. Und das ist ein dialogisches Prinzip, das ich sehr wichtig finde. Also es gibt den Einzelmenschen ja gar nicht. Es gibt ja nur den Menschen in Kontakt mit anderen Menschen und in Abhängigkeit, in Beziehung, in Freude und Leid. Die Frage ist, welche Bedingungen brauchen Menschen, um das Gute zu wählen? Und welche Bedingungen sind notwendig, um eine Gesellschaft so zu transformieren, dass Menschen die Chance haben, das Gute zu wählen? Ja, weil ich glaube, dass kein Mensch gut und böse ist. Also die Tradition der Bibel ist ja da eindeutig, der Mensch ist böse von Jugend an, steht es beim Propheten Micha. Aber ich denke, das kann man auch so sehen, aber ich denke, dass jeder Mensch die Fähigkeit zum Guten und zum Bösen hat. Und die Frage ist, welche Entwicklung müssen wir durchlaufen, dass wir das Gute wählen können? Und natürlich, also mir ist das so bewusst geworden bei der Verschickung der Kinder wieder in die Länder, von denen sie gekommen sind, diese grauenhaften Szenarien der letzten Zeit. Und ich habe mir gedacht, es gibt nicht dieses Wir und Ihr. Das wird ja auch von Ruth Wodak sehr deutlich beschrieben. Ja? Es gibt nur dieses, eure Kinder sind unsere Kinder. Ja, wir sind so aufeinander bezogen, dass dieses Wir Österreicher und Ihr Fremde oder so eine absolut kaputtes Bild ist. Das heißt, wir sind so aufeinander bezogen als Menschen, dass wir nicht ohne einander agieren können. Und das würde ich Solidarität nennen, möglicherweise. Ja, die Unfähigkeit eigentlich, etwas zu setzen, was den anderen nicht berührt. Es ist ein Stück bescheidener vielleicht, als zu sagen, wir kämpfen jetzt für Solidarität. Ich kämpfe für Gerechtigkeit. Ich fände es wichtig, dass eine Gesellschaft für Gerechtigkeit kämpft. Das ist vielleicht der einfachere Begriff als Solidarität, aber sie verschwimmen, die beiden Begriffe. Aber wir können uns nicht mehr ohne den anderen denken und das ist so wichtig. Ich würde gerne noch ein bisschen diesen Problemkreis vertiefen, aber Sie haben natürlich jederzeit die Gelegenheit, auf das Gesagte auch einzugehen. Herr Budde, ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen. Sie haben ja schon die exklusive Solidarität angesprochen als Gegenstück zur inklusiven Solidarität. Aber vielleicht, um noch ein bisschen das zu vertiefen, was einer Solidarität entgegensteht, vielleicht geben Sie uns da noch ein paar Beispiele. Einerseits, warum ist der Trittbrettfahrer ein Gegenstück zu einem solidarischen Menschen? Und vielleicht, wie kann man es auch verdeutlichen, dass ein Sozialstaat als Form einer institutionalisierten Solidarität begriffen wird, dessen, sage ich mal, Möglichkeiten ja doch immer wieder als sehr selbstverständlich angesehen werden, ohne das zu hinterfragen. Herr Professor, bitte. Das sind ganz wichtige Fragen und ich kann direkt an das anschließen, was Frau Salzer gesagt hat. Ich glaube, erstens ist es sehr wichtig, sich klarzumachen, dass die Aufeinanderbezogenheit ist in der Tat eine Grundlage der Solidarität. Mhm. Aber Sie haben zu Recht schon gesagt, daraus folgt noch nicht, dass man solidarisch ist. Solidarisch zu sein, das haben Sie, finde ich, sehr richtig, für meine Begriffe, ich habe dem sehr gut folgen können, gesagt, dass es auch mit einer Entscheidung zu tun hat. Wir können nämlich sehen, dass wir voneinander aufeinander angewiesen ist und ich kann auch sagen, okay, warum muss ich deshalb jemandem anderen irgendetwas zukommen lassen? Mhm. Es ist eine Realität, dass wir aufeinander angewiesen sind, ja, aber das muss nicht unbedingt irgendetwas für mich heißen. Das heißt, Solidarität ist mehr als die Erkenntnis des aufeinander Angewiesenseins. Es ist wohl offenbar auch der Versuch, da etwas für das eigene Verhalten daraus abzuleiten, obwohl man es auch anders könnte.
Der Trittbrettfahrer ist in der Regel ein sehr vernünftiger Typ. Er sagt ja, natürlich ist man aufeinander angewiesen. Wenn man schon irgendwas einkaufen geht, muss es jemanden geben, der es einem anbietet. Also natürlich sind wir aufeinander angewiesen. Aber deshalb muss ich ja nicht solidarisch sein. Und wenn irgendwelche anderen solidarisch sind, soll es mir recht sein, wenn ich was davon habe. Also das ist eigentlich kein böser Mensch, sondern einer, der ein bisschen zynisch ist. Und ich glaube, wir haben viele solche Menschen, die sagen, ich bin nicht böse. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass Dinge mir erlauben, gut wegzukommen. Und da ist jetzt ein dritter Punkt, den Sie auch schon genannt haben. Ich glaube, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Solidarität und Gerechtigkeit. Und das passt jetzt sehr zu dem, was Herr Schwertner in Bezug auf die Pandemie gesagt hat. Sie können sich sehr gut eine gerechte Gesellschaft ohne jede Solidarität vorstellen, indem jeder kriegt, was ihm zusteht. Das ist eine gerechte Gesellschaft. Aber niemand ist da, der sagt, wir treten füreinander ein, weil es notwendig ist, dass jeder das kriegt, was ihm zusteht. Und es kann natürlich eine solidarische Gesellschaft geben, die überhaupt nicht gerecht ist. Nämlich wo das Gefühl ist, dass alle an ihrem Platz ihre Sache machen sollen und aufeinander angewiesen arbeiten sollen. Alles geht solidarisch zu, aber es ist nichts gerecht. Also, es gibt eine Gerechtigkeit ohne jede Solidarität, eine kalte, gerechte Gesellschaft, wo genau gesagt wird, dir steht das und das zu. Das kriegst du auch, aber mehr nicht. Der solidarische Mensch fragt nicht, was steht dir zu, sondern der solidarische Mensch fragt, was brauchst du? Das ist eine ganz andere Frage. Man kann Leuten etwas geben, Dinge geben, die ihnen nicht zustehen und möglicherweise Dinge geben, wo man das Gefühl hat, die wissen noch gar nicht so ganz genau, dass sie das brauchen. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Was ist eigentlich die Gemeinschaft im Hintergrund dieser solidarischen Gesellschaft, die dafür einsteht, dass Solidarität auch etwas kostet, dass Solidarität bedeutet, dass wir etwas hergeben muss und da bereit dazu ist und das von ihrem Selbstverständnis auch so ansieht. Und weiß, dass es da eine Dimension der Entscheidung gibt. Es gibt keinen Automatismus, solidarisch zu sein. Denn wir sehen das jetzt in der Pandemie. In Deutschland hatten wir eine große Solidaritätswelle im Mai und April letzten Jahres. Und ich habe genau wie Herr Schwertner gedacht, da ist eine neue Form von Solidarität im Entstehen. Jetzt haben wir das Problem der sehr restringierten Impfstoffverfügung. Also wir haben zu wenig Impfstoff, jedenfalls in Deutschland viel zu wenig. Und da fangen natürlich alle an, Tricks sich auszudenken, wie sein Impfstoff kommt. Und es gibt eine große Angst in der Gesellschaft mittlerweile, jedenfalls in Deutschland, zu denen gehören, die nicht so gut davon kommen in der Pandemie. Sie sagen, es gibt Leute, die kommen gut weg in der Pandemie. Aber ich, mein Laden, mein kleines Geschäft darf nicht aufmachen. Aber die Autos produzieren, die Arbeiter, die in der Automobilindustrie tätig sind, denen passiert überhaupt nichts. Die kriegen ihr Geld wie immer, gehen wie immer zur Arbeit. Und ich habe das Nachsehen. Und das ist der giftige Bestandteil, den wir im Augenblick haben. Es gibt eine Art Konkurrenz um Solidarität. Das ist die Situation, die wir heute in der Pandemie haben. Und offenbar ist es außerordentlich schwierig, auch politisch, gesellschaftlich mit dieser Situation umzugehen. Und da ist mein Lichtblick, damit wir auch irgendwas Positives sagen, mein Lichtblick in dieser ganzen Situation ist so jemand wie der neue amerikanische Präsident, dem ich das überhaupt nicht zugetraut hätte, was er alles schon auf den Weg gebracht hat. Ich muss Ihnen ehrlicherweise, da ich dachte immer, oh nee, komm, Joe Biden, ich weiß nicht, ob das es bringt jetzt. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, was er auf den Weg gebracht hat, aus dem Empfinden, man muss auch etwas geben, man muss großzügig sein, man muss Vorleistungen geben. Er geht in eine ungeheure finanzielle Vorleistung für die US-amerikanische Gesellschaft. Und das ist ein sehr interessanter Mechanismus, wie quasi in der Solidarität auch ein Moment unbegründbarer Großzügigkeit steckt. Vielen Dank auch für diesen Blick natürlich insbesondere. Würde gerne noch ein bisschen
die angesprochenen Problemfelder vertiefen. Klaus Schwertner, Sie haben ja schon ein bisschen diese Thematik auch Hass im Netz in der Gesellschaft vorhin angesprochen. Das hat natürlich auch sehr viel mit der Konkurrenz zu tun, die insbesondere jetzt diese Krisensituation bedingt. Glauben Sie, dass soziale Medien oder diese aktuelle Situation besonders dazu führt, dass sich Menschen im Zweifel lieber unsolidarisch oder asozial verhalten? Ich meine, wir haben es ja auch immer wieder damit zu tun, dass politisch Verantwortliche oder auch andere Menschen von Fragen Zukunft der Arbeit oder Armut ablenken, indem dann gerne gesprochen wird von der sozialen Hängematte oder ich sage jetzt auch, wenn Sie sich für Menschen auf der Flucht engagieren, von den Willkommensklatschern und so weiter. Meinen Sie, wird da die Legitimität dieses solidarischen Verhaltens grundsätzlich in Frage gestellt? Also ich finde es sehr spannend, wie wir in den letzten Jahren über diesen Solidaritätsbegriff auch diskutiert haben. Ich kann da nur wirklich anschließen, was der Professor Bude gerade zuletzt gesagt hat, nämlich auch in dem Sinn, was und wen verstehen wir denn als Leistungsträgerin und als Leistungsträger? Und das wird zuallererst in unserer Gesellschaft unter einem ökonomischen Aspekt bewertet und betrachtet. Und gleichzeitig, wenn wir uns einfach selbst anschauen, jedes Individuum, dann kommen wir auf die Welt und sind zuallererst Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger. Nämlich im Lebenszyklus, wenn wir aufwachsen, wenn wir Bildung erfahren dürfen, wenn wir Unterstützungen erhalten, damit wir eine Ausbildung machen können. Und dann irgendwann können wir hoffentlich bald für uns selbst sorgen, für unsere Familien sorgen und werden zu sogenannten ökonomischen Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern. Und auch da wieder hofft jeder vermutlich, dass er möglichst lange gesund, möglichst fit, möglichst bei geistigen Kräften und physischen Kräften ist und in Wirklichkeit möglichst lang Leistungsträgerin und Leistungsträger sein kann. Und irgendwann werden wir dann wieder zu Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern, weil wir Pflege erhalten, weil wir mehr medizinische Betreuung brauchen und, und. Also ich finde auch sehr spannend, dass wir das sozusagen, wie wir das diskutieren, ohne dass wir uns überlegen, dass auch wir ganz schnell, und das zeigt auch diese Pandemie, wie schnell es gehen kann, dass wir selbst Hilfe benötigen. Wenn ich mir anschaue, bei den 53 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich, wie viele Menschen sich da seit dem letzten Jahr gemeldet haben, die selber angeben, dass sie niemals gedacht hätten, Hilfe von der Caritas zu brauchen, wie äußere Umstände ganz schnell dazu führen können, dass Menschen, die es eigentlich vor der Krise verhältnismäßig gut hatten, die klassisch, würde man sagen, zur Mittelschicht gehört haben, wie die schnell unter Druck geraten können und auf Hilfe angewiesen sein können. Und da komme ich ja zu dem Aspekt, wie führen wir Sozialschmarotzer-Debatten? Was ist das für ein Begriff und was bedeutet das? Und dazu noch etwas, wie sind wir in Deutschland, in Österreich uns eigentlich bewusst, dass wir den Dreifach-Jackpot bei der Geburtenlotterie ausgefasst haben, nur deshalb, weil wir hier geboren wurden, auf diesem Fleckchen Erde. Welches Privileg das eigentlich ist, welche Verantwortung sich auch daraus ergibt und was das bedeutet auch für andere, für Nächste und in einer globalisierten Welt halt, wo es einfach ist, auch um die halbe Welt zu kommunizieren, über Social Media zum Beispiel, wie sich diese Verantwortung nicht nur in der eigenen Familie, bei den eigenen Nachbarn, in den Landesgrenzen oder wie auch immer man das definieren will, dass die dort endet, sondern dass wir auch mehr über den Tellerrand schauen müssen. Und ich habe schon auch das Gefühl, und ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen widerspreche, aber dass ich ein bisschen das nochmal relativiere, weil mein Eindruck ist, und ich habe mit einem Kollegen auch darüber gesprochen, der ein Pflegehaus der Caritas leitet, der selbst aus Bosnien-Herzegowina oder auch vom Balkan damals in Bosnienkrieg geflüchtet ist, vom Krieg. Und der hat irgendwann im Mai oder Juni, ich habe ihn für einen Podcast interviewt, da hat er mir erzählt, dass er das Gefühl hat, auch in dieser Pandemie, und damals waren wir noch in dieser großen Phase der Solidarität, dass in jeder Krise
am Anfang immer eine große Solidaritätswelle oder Begeisterung da ist. Und je länger eine Krise dauert, desto anstrengender wird es, desto mehr Ermüdungserscheinungen gibt und desto unsolidarischer quasi wird eine Gesellschaft. Und wir sehen, dass er hat das dann benannt, zuerst ist die Phase der Solidarität, dann ist die Phase der Disziplin. Er hat gesagt, er hat das auch erlebt bei einem persönlichen Schicksalsschlag in der Familie, eine ganz andere Krise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das stark 2015 bei der Flucht- und Migrationskrise, die in Wirklichkeit eine Solidaritätskrise innerhalb Europas war, muss man ganz ehrlich sagen, weil damals drei Staaten mit Österreich, Deutschland und Schweden die Gesamtverantwortung eigentlich für die gesamte Europäische Union übernommen haben, wie da am Anfang auch große Solidarität war und dann plötzlich nach Köln und anderen Ereignissen dieses Pendel in eine ganz andere Richtung gekippt ist. Und das erleben wir jetzt gerade auch. Aber ich widerspreche in einem Punkt nur deshalb, weil die Scheinwerfer, weil die mediale Öffentlichkeit, weil Social Media nicht so stark die Scheinwerfer auf diese Solidarität hinleuchtet und weil es Polarisierung gibt und weil es sozusagen Streitigkeiten um Impfstoff, der Mangelware ist, gibt und, und. Ich erlebe an so vielen Orten in ganz Österreich so eine großartige Solidarität nach wie vor, auch am heutigen Tag, aber sie ist halt leiser zu hören vielleicht. Wir sehen sie nicht so gut, weil sie von anderem, was sehr laut ist, Stichwort Demonstrationen am Samstag wieder von Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugnern oder Menschen, die große Angst haben in dieser Krise, die das dann überlagern. Aber ich glaube, sie ist noch immer da. Und die Frage ist auch, worauf achten wir, was stärken wir auch, nämlich in uns selbst, aber auch gerade in so einer Krisenzeit. Und ich halte das für extrem wichtig, weil eines steht fest, aktuell sind Themen wie, dass die Kluft zwischen Arm und Reich gerade größer wird, omnipräsent. Und wir müssen ganz gezielt und intensiv schauen, wie wir diese Solidarität in unserer Gesellschaft stärken können, dass sie uns nicht verloren geht. Das ist eine wesentliche Aufgabe, ohne Zweifel. Frau Salzer, noch um die Problemanalyse dann vielleicht abzuschließen. Konkurrenz ist jetzt als Begriff angesprochen worden. Am Anfang gibt es noch viel Solidarität. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass wir einen Trend erleben, einerseits politische Tätigkeit abzuwerten, andererseits aber auch demokratische Strukturen, vielleicht auch den Sozialstaat in Misskredit zu bringen. Beobachten Sie eine systematische Verachtung von Menschen, die jetzt durch die Krise in Not geraten sind oder überhaupt eine Verachtung armer Menschen? Werden diese Menschen abgestraft und in weiterer Folge wozu führt es, wenn wir auf der einen Seite dann ein sogenanntes Lumpenproletariat haben, auf der anderen Seite die Lumpenbourgeoisie, die Sie auch in Ihrem Buch ansprechen. Wie finden diese Gruppen Trost? Geht es da um eine Opferrolle auf der einen Seite und auf der anderen Seite fühlen sich Menschen dann zufrieden oder besser, wenn moralische Werte oder auch Werte wie Solidarität oder ein Gemeinwesen mehr oder weniger über Bord geworfen wurden. Also jedenfalls Werte, die halt irgendwie ein intaktes Gemeinwesen doch prägen sollten. Was war die Anfangs? Also wie sehen Sie die Verachtung dieser armen Menschen? Beobachten Sie das? Ja. Ist es der große Umbau jetzt, der dann kommt in der Sozialgesetzgebung? Ja, es ist so, dass sich unser Menschenbild extrem gewandelt hat in den letzten 100, 150 Jahren, sozusagen von einem Menschen, der großartig ist, zu einem Menschen und individuell ist und auch das Recht hat, ein Individuum zu sein, zu einem Menschen, der konsumiert. Also ich sehe die Konsum- und Leistungsgesellschaft und damit auch den Kapitalismus als Grundübel der jetzigen Zeit insofern, als der Mensch nicht mehr als Mensch wichtig ist, sondern nur als Objekt
und als Kaufobjekt. Das heißt, wie viel er kauft, ist wichtig geworden, wie viel er verbraucht, ist wichtig geworden. Und damit einhergehend geht eine rechte Sprache, ein Bashing von armen Menschen, die nichts mehr leisten, die keine Leistungsträger in dem Sinn sind, Leistungsträgerinnen, und eine Verachtung der Armut. Das berührt mich ehrlich gesagt am allermeisten, ja, dass zum Beispiel diese Regierung auch, wie Menschen mit der sozialen Hängematte, das haben Sie, Herr Schwertner, angesprochen, und als Sozialschmarotzer gedemütigt werden, ein völliger Mangel an dem Begriff Solidarität oder an dem Verhalten eines solidarischen Verhaltens, das ist schlimm. Und ich glaube, die Ursache ist nicht Individualismus, sondern die Ursache ist das gesamte gesellschaftliche Wirtschaftssystem, das Menschen zu Objekten macht und ihnen das Subjektsein nimmt. Weil wichtig sind wir ja nur, wenn wir kaufen. Das hat man jetzt auch gesehen in der Krise, dass die Geschäfte offen haben, war wichtiger, als dass wir gesund bleiben. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das war eine wichtigere Sache, dass die Skilifte offen bleiben, als dass es halt wieder einen Lockdown gibt. Bis zur Grenze ist das ausgereizt worden, bis wir dann nicht mehr anders konnten. Und ich denke, die Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft sind sowieso die Frauen. Die Leistungsträgerinnen, die Rolle der Frau wird völlig unterbewertet in ihrer gesamten Dynamik und auch was Gerechtigkeit und Solidarität betrifft. Also auch unter Genossinnen und Genossen der SPÖ besteht ja ist das ja eine harte Geschichte, ja, über Jahrzehnte. Wenn ich denke an die Johanna Donal, die hat sich bemüht noch, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, alle anderen danach auch. Also was bedeutet das eigentlich, dass ein Teil der Gesellschaft, der so wesentlich ist für unsere Humanitas, nicht gerecht bezahlt wird. Ich habe mir noch überlegt zu Ihren Ausführungen, Herr Bude, dass Solidarität vielleicht ein Gefühl ist und Gerechtigkeit die Handlung, also das System. In einem gerechten System, ja, können auch böse Menschen leben, weil das System an sich sorgt für Gerechtigkeit von allen. Aber in einem ungerechten System werden die Bösen die Macht erringen. Gut, aber es geht vor allem jetzt, ja, könnte man diskutieren, oder? Aber es geht mir vor allem auch um das Bashing der Armen. Das finde ich grauenhaft und das kann passiert auf der Tatsache, dass der Mensch nicht als Mensch wichtig ist, sondern als Kaufkraft. Ja, Hypothese. Gut. Herr Bude, wollen Sie, weil Sie direkt angesprochen sind, darauf reagieren? Ansonsten würde ich gerne dann mit den Lösungsansätzen, ja, ich sage nicht, dass wir hier Lösungen anbieten, aber zumindest Lösungsansätze würde ich gerne diskutieren. Sagen Sie mir, Herr Bude, dazu darauf reagieren. Also, weil wenn es stimmt, dass der Kapitalismus das Problem ist, dann können wir uns ja allerlei überlegen, solange das Problem nicht gelöst ist. Also wenn das stimmen würde. Ich glaube, es ist schwierig. Es ist eine ganz schwierige Geschichte, weil Gerechtigkeit, sagen wir, ich sage es mal anders. Es gibt einen berühmten Satz von einem der ganz wichtigen Denker der katholischen Soziallehre. Der heißt Oswald von Nell-Breuning und der hat gesagt, eine Gesellschaft braucht eine Vorstellung gerechter Anstrengung. Hat nicht gesagt, dass die Leute sich nicht anstrengen müssen in ihrem Leben. Und er hat auch nicht gesagt, dass man Leuten nicht Anstrengung abverlangen kann, um ihr Leben zu führen. Er hat auch nicht gesagt, dass Individualismus bedeutet, jeder tut so viel, wie er gerade kann. Das hat er alles nicht gesagt. Er hat gesagt, es gibt Kriterien, wo man auch jemandem abverlangen kann, das Äußerste zu leisten, was er kann. Wer? Entschuldigung, genau, dass ich Sie unterbreche. Wer kann das verlangen? Genau. Wer? Das ist der sehr interessante Punkt. Da taucht die Kategorie der Solidarität auf.
Solidarität ist immer, wenn ich es mal von einem alten Begriff der Arbeiterbewegung bestimmen kann. Der Grundmechanismus der Solidarität ist die der wechselseitigen Hilfe. Wechselseitige Hilfe. Ja. Solidarität heißt nicht, ich gebe jemand, der nicht so viel hat. Das ist unter Umständen herablassendes Mitleid. Das ist nicht Solidarität. Das kann herablassendes Mitleid sein. Also ich bin sehr skeptisch mit Leuten, mit den Philanthropen, die dieses Mitleid predigen. Die haben wenig Solidarität im Sinn. Wichtig ist wechselseitige Hilfe. Und wenn das so ist, dass es wechselseitige Hilfe ist, wenn man gemeinsam einen Tisch trägt, dann kann nicht irgendjemand an einem bestimmten Punkt sagen, der ist mir jetzt zu schwer geworden, ihr müsst ihn alleine tragen. Sondern gerechte Anstrengung heißt, du musst jetzt dabei bleiben, weil wir hier gemeinsam den Tisch tragen. Und das ist der ganz interessante und wichtige Punkt. Was bedeutet es eigentlich, eine gesellschaftliche Vorstellung darüber zu haben, was wir eigentlich gerechterweise von uns untereinander verlangen können, damit wir in der Struktur der wechselseitigen Hilfe unsere gemeinsame Fähigkeiten wachsen lassen, unsere Leistungsfähigkeit gemeinsam weiterentwickeln und auch ein Gefühl unserer gemeinsamen Handlungsmächtigkeit gewinnen. Und das scheint mir einer der ganz wesentlichen Leistungen des Solidaritätsbegriffs zu sein. Der ist nicht auf, wie Sie zu Recht am Anfang gesagt haben, er ist nicht auf das Individuum bezogen, sondern auf die Beziehung zwischen Individuen. Und das ist das ganz Entscheidende. Dass dies zu durchdenken, glaube ich, auch etwas sein könnte für die von Ihnen angesprochene Sozialdemokratie. Es könnte etwas sein, auch für den völlig ausgebrannten Konservatismus, sich über diese Fragen noch mal ernsthaft Gedanken zu machen. Und alle Fragen des jetzt, was können wir konkret tun, haben den Horizont darüber, wie wir darüber denken, was wir gerade im Augenblick tun können. Das ist ganz, ganz entscheidend. Sonst kommen wir in den Fragen der Solidarität überhaupt nicht weiter. Es ist nicht so, dass jemand irgendwie mal Mitleid empfindet, dass irgendwie jemand dem Nachbarn hilft. Das ist sehr schön und sehr gut, aber das ist nicht ein Schritt weiter zu einer solidarischen Gesellschaft. Gut, ja. wie wir einen Schritt weiter zu dieser solidarischen Gesellschaft kommen, das möchte ich jetzt natürlich schon noch diskutieren, bevor wir dann auch noch die Publikumsfragen beantworten. Herr Bude, ich richte gleich an Sie diese Frage, wie wir zu dieser solidarischen Gesellschaft kommen, möchte aber dann natürlich noch zwei Anmerkungen mitgeben. Ich frage dann gleich, ist Solidarität in einer Welt der Ungleichheit überhaupt möglich? Und wenn ja, wie? Und wie machen Sie sich oder was können Sie empfehlen, um zu dieser solidarischen Gesellschaft zu kommen? Wie können sich die Solidarischen nichts vormachen, um zusammen zu finden, dass vielleicht dieser Beweis erbracht wird oder diese These unterstrichen werden kann, dass man eben mit diesem Wir zusammen weitermachen kann. Herr Bude, bitte. Wie weiß man das? Das hat im Grunde Herr Schwertner schon gegeben. Der Kernbegriff der Solidarität, der die Verpflichtungsmöglichkeit für den Einzelnen auch entfalten kann, ist der Begriff der Verletzlichkeit und der Verwundbarkeit. Also im Empfinden gemeinsamer Verwundbarkeit, das ist die Grundlage eines inklusiven Solidaritätsbegriffs. Es ist nicht die Idee, dass wir eine Kampfsolidarität brauchen, die übrigens, um das nochmal zu sagen, die Klassengesellschaft hat einen starken Begriff der Solidarität hervorgebracht, der Marx'sche Begriff der Solidarität, der Aufstand der Ausgebeuteten und Unterdrückten als solidarischer Gemeinschaft. Das ist ein Ergebnis der Klassengesellschaft, dieser Solidarität, der Begriff, der sehr, sehr wichtig war und von dem ich große Hochachtung habe. Aber es ist nicht mehr unser gegenwärtiger Solidaritätsbegriff. Der ist eher auf das bezogen, was wir gerade in der Pandemie vorgesetzt bekommen haben. Dass es mit einer gewissen Klassenneutralität eine Verwundbarkeit jeder einzelnen Person gibt. Die natürlich nicht, man darf nicht die Klassenstruktur leugnen deshalb. Aber es gibt diese Empfindung gemeinsamer Verwundbarkeit. Und wenn ich Leuten, die irgendwie mit allem unzufrieden sind, was ist, dann sage ich, weißt du, wenn du in ein Krankenhaus kommst und
Covid-19 bekommst, gibt es kein Medikament für dich. Es gibt nichts. Was die Ärzte und Pfleger für dich tun können und Pflegerinnen, ist darauf zu warten, dass du dich selbst rettest. Und wenn du das nicht schaffst, stirbst du. Es gibt kein Medikament. Und das kann jeder Person passieren, jeder Person. Es kann auch einer 25-jährigen Person passieren. Und dieses Empfinden von Verwundbarkeit, das, glaube ich, ist auch für die internationale Solidarität die ganz, ganz wichtige Grundlage für das, was eine solidarische Gesellschaft ist. Okay, vielen Dank. Darf ich da kurz noch anschließen? Ein Gedanke nur. Bitte, einen Gedanken, ja, gerne. Die allgemeine Verwundbarkeit erleben ja junge Mütter am meisten. Das heißt, die haben winzige Kinder und fühlen sich in einer Situation der totalen Deprivation manchmal. Und das heißt, die Frage ist, ob an der Reife einer Gesellschaft erkennt man, wie sie mit diesen Menschen umgehen, die die Verwundbarkeit am meisten spüren. Jetzt haben wir natürlich durch die Pandemie Menschen ganz anderer Gruppierungen, die auch sich wahnsinnig verwundbar fühlen. Und vielleicht auch viele Männer, die sich verwundbar fühlen. Aber ich glaube, wenn man sozusagen das Lebensszenario hernimmt, ist am Anfang und am Ende des Lebens die Verwundbarkeit am größten. Und mir wäre eine Politik wichtig, die dem Rechnung gibt. Ja, das macht ja die Caritas zum Teil auch mit der Sorge für die Alleinerzieherinnen. Und da ist natürlich die Verwundbarkeit noch viel, viel schlimmer. Also ich schließe da vielleicht kurz an, weil natürlich sehen wir, und das sehen wir jetzt auch, ich habe vorher die 53 Sozialberatungsstellen angesprochen, dass es vor allem Alleinerziehende sind, dass es vor allem kinderreiche Familien sind, dass es Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten sind, die besonders Armut, auch Menschen mit Migrationshintergrund, die besonders sozusagen armutsgefährdet auch sind. Das sind nicht nur Caritas-Wahrnehmungen, sondern das ist auch sozusagen durch Empirie entsprechend belegt. Ja. Gleichzeitig bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn ich sage, die einen sind die verletzlichste Gruppe. Da tue ich mir ein bisschen schwer damit, weil wenn wir uns allein anschauen, junge Männer, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Alter, ab 18, glaube ich, haben eine ziemliche Gefahr, sozusagen ums Leben zu kommen, weil sie da gerade den Führerschein machen, sehr risikoreich sind und sozusagen sich selbst auch einer Gefahr aussetzen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Lebensphasen, das haben Sie eh richtig angesprochen, finde ich, Frau Salzer, besonders sozusagen zu Beginn des Lebens, aber auch am Lebensende, aber es gibt auch während des Lebens unterschiedliche Phasen, auch gefährlich, ganz genau, wo es eine große Verletzlichkeit gibt, aus unterschiedlichsten Gründen. Das erleben wir in der aktuellen Pandemie auch. Und dann ist immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man es? Betrachtet man die Gesundheitskrise, dann gibt es auch mittlerweile aufgrund der Erkenntnisse der aktuellen Mutationen, die wir kennen und von Covid-19, welche Gruppen sind besonders gefährdet, aber da gibt es auch Ausnahmen, wie Sie, Herr Buhut, 20-Jährige, 25-Jährige betreffen, die hier sich einer plötzlich sozusagen sich auf der Intensivstation befinden. Und das bringt doch ganz schwierige ethische Fragestellungen, finde ich, mit sich, weil wie geht man damit um als Gesellschaft, wenn sich manche Menschen nicht solidarisch verhalten, sich einer Gefahr aussetzen, alles leugnen, was da ist oder es nicht annehmen können, wie auch immer. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell mit unseren Urteilen sind, warum jemand sich nicht so verhält, wie wir es vielleicht entsprechend erwarten würden. Ja? Aber wie geht man dann damit um? Und ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe gerade für die Politik bei dieser Gesundheitskrise, nämlich wie kann man ausreichend Kapazitäten in den Spitälern zur Verfügung stellen. Wie kann man schauen, dass es nicht zu einer Überbelastung kommt? Wie wird dann nach ganz schwierigen ethischen Fragestellungen entschieden, wer bekommt ein Beatmungsgerät und wer nicht? Und in Wirklichkeit, wenn wir das betrachten, kann man das auch auf andere Bereiche übertragen, die wir auch in dieser Pandemie stark spüren, nämlich infolge dieser Pandemie. Wenn es darum geht, was bedeutet diese Wirtschaftskrise? Was bedeutet diese Bildungskrise, die wir auch gerade erleben, wie viele Kinder verlieren wir gerade durch Distance Learning und wie können wir verhindern, dass wir sie sozusagen verlieren?
Und gleichzeitig, wie blühen andere Kinder auf in diesem Distance Learning, weil sie vielleicht vorher es ganz schwierig empfunden haben, Konflikte mit Lehrern oder mit Mitschülern im Klassenverbund zu haben und tun sich jetzt leicht. Also es ist auch nicht alles so schwarz und weiß, will ich damit sagen. Ja. Die Lösungen sind ganz große und ganz schwierige aktuell. Und ich finde auch, dass die Politik eine sehr schwierige Aufgabe hat, ständig abwägen zu müssen, welcher Schaden ist gerade der größere, der abgewendet werden muss. Und ich mag nicht vor der Entscheidung stehen, entscheiden zu müssen, wie viele Arbeitsplätze hängen am Tourismus dran und wie lange lässt man Skigebiete offen, auch wenn ich selber ein Problem damit hatte, dass sozusagen die Schulen nicht geöffnet waren und Skigebiete offen waren. Aber es sind natürlich ganz schwierige Fragestellungen, die da gerade auch aufkommen. Und neu. Und das, aber da das ein letzter Satz, und was ich ganz spannend finde, ist, wie wir auch lernen aufgrund dieser Verletzlichkeit, die wir gerade alle verspüren, wie wir in kürzester Zeit lernen können, uns auch als Menschheit, aber auch als Individuum auf neue Situationen einstellen können. Ich finde das unglaublich in Wirklichkeit. Ich bin auch schon müde. Mir reicht, ich habe die Schnauze voll, ganz ehrlich, von dieser Pandemie, von den Einschränkungen, dass ich meine Eltern nicht mehr so sehen kann, dass ich Freundinnen und Freunde, die mir wichtig sind, nicht umarmen kann, dass ich in der Arbeit, wenn ich mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auf Wien Straßen unterwegs bin, obdachlosen Menschen aus Respekt, aber auch als im Winter jetzt als wichtige Maßnahme nicht die Hand reichen kann, weil wir spüren, ob sie noch von der Körpertemperatur nicht gefährdet sind oder zu erfrieren drohen. All diese Dinge sind momentan nicht möglich, aber wir nähern uns auch immer gerade, ganz genau, wir nähern uns auch gerade immer, wie es in der Forschung so ist, der Wahrheit an. Wir lernen dazu, wir falsifizieren, wir verifizieren und kommen hoffentlich gemeinsam auch Schritte voran. Und ich glaube, da bin ich zuversichtlich, dass das auch gelingen kann. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch nicht sozusagen den Kopf in den Sand stecken, sondern, also da bin ich, das versuche ich in meinem Buch auch so zu beschreiben. Da bin ich fest davon überzeugt, dass jede und jeder Einzelne mit seinen persönlichen Talenten und Stärken sich auch einbringen kann und die Gewissheit haben kann, man ist auch nicht allein, wir müssen nicht allein die Welt retten, überhaupt nicht. Sondern da gibt es ganz viele, die sich dafür einsetzen und da gibt es auch egoistische Gründe dafür, dass ich das mache und das versuche ich auch zu beschreiben, weil ich mich am Abend, wenn ich schlafen gehe, besser fühle, weil ich mir denke, ich habe einen erfüllten Tag gehabt, ich habe mich auch für andere einsetzen können. Und ich habe einen Sinn, wenn ich in der Früh aufstehe und mir denke, ich kann etwas tun für andere auch. Also ich möchte ganz kurz dazu sagen, Herr Barber, zum Herrn Bude. Mir hat das sehr gut gefallen, dass Sie so streng waren und gesagt haben, also es geht einfach nicht, diesen Tisch jetzt zu lassen, wenn alle den Tisch tragen müssen. Also da ist irgendwie so eine Moral in Ihnen gewesen. Und das finde ich spannend, was das bedeutet für eine Gesellschaft. Lassen Sie mich an das noch anschließen. Ich wollte es nur noch sagen. Nein, das war eine wichtige Ergänzung. Ich wollte jetzt nur sagen, nachdem wir jetzt ja doch durchaus sprechen, was für den Einzelnen gilt, was für die Gesellschaft gilt. Herr Schwertner, welche Verantwortung, und Sie erleben das ja aus der Praxis, natürlich mit der Caritas, welche Verantwortung müsste dann eigentlich der Staat übernehmen und welche müsste dann der einzelne gute Mensch übernehmen, dass man ja diesen Boden für eine Kultur der Achtsamkeit, für eine Kultur der Solidarität bereitet? Also ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass wir in Österreich einen gut ausgebauten Sozialstaat haben, der auch wirkt, weil wenn wir uns einfach statistisch auch anschauen, wie groß die Kluft zwischen Arm und Reich wäre, wenn es diesen Sozialstaat nicht gäbe, dann ist das eigentlich etwas, was eine große Errungenschaft ist. Ich habe aber das Gefühl, dass wir gerade in Krisenzeiten, aber auch schon davor, nicht sagen, wir sind stolz darauf, dass wir den haben. Wir freuen uns, dass wir hier etwas geschaffen haben in den letzten Jahren, sondern wir führen eben diese Diskussionen, wem steht, was steht den Armen eigentlich zu? Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, wie schnell da Menschen über andere urteilen, die selbst noch nie in so einer Situation waren. Und ich finde das eine ganz gefährliche Diskussion auch. Ja,
es soll auch im Sozialstaat hoffentlich ständig auch Weiterentwicklung und Verbesserungen geben. Ein Caritas-Ansatz ist immer, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das heißt, wo das möglich ist, Menschen so zu befähigen und zu stärken, dass sie wieder selber für sich sorgen können. Aber ich erlebe in der Arbeit auch oft, dass Menschen das aus unterschiedlichsten Gründen nicht können. Nicht so zu Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern werden, wie wir uns das vielleicht vorstellen und wir uns gar nicht vorstellen können. Hier direkt im selben Gebäudekomplex, wo ich das Büro habe, ist das Haus für junge Obdachlose. Wie ich zur Caritas gekommen bin, habe ich nicht mehr gewusst, dass es unter 30-Jährige gibt, die obdachlos sind. Wenn ich mir die Geschichten von diesen Menschen anhöre, was die in frühester Kindheit schon erlebt haben, welchen Rucksack an Problemen sie schon in jungen Jahren mit sich rumtragen müssen und dann obdachlos werden, was bedeutet das für die und wie können die auch wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden und das auch selber schaffen? Wie stark sind die eigentlich, dass sie all das auch schaffen? Und die brauchen halt aber vielleicht eine zweite, eine siebte und vielleicht auch eine 37. Chance. Mhm. Weil sie auch nicht gelernt haben, für sich selber zu sorgen, weil sie traumatisiert sind aufgrund der Erlebnisse, die sie erleben mussten, die wir alle nicht erleben wollen. Aber ich glaube ganz fest daran, dass sozusagen dieser Sozialstaat wirkt, dass er eine Errungenschaft ist und dass es auch in Österreich gerade aktuell, wenn ich an die Veränderungen, die sie rund um die Mindestsicherung und die Sozialhilfe neu gegeben hat, dringenden Verbesserungsbedarf braucht, um diesen Sozialstaat auch armutsfest zu machen, damit er Menschen vor bitterer Armut wirklich schützt. Ich habe Sorge, wenn jetzt in der Krise, Entschuldigung, ich komme gleich, mache zwei letzte Punkte noch, wenn gerade jetzt die Mietstundungen auslaufen, was bedeutet das für die Menschen und was heißt das aus einem ökonomischen Sinn und auch aus einem menschlichen, solidarischen Sinn, wenn Menschen jetzt ihre Wohnung zu verlieren drohen, wenn die obdachlos werden, ist es wirtschaftlich wesentlich und ökonomisch wesentlich teurer, die entsprechend aufzufangen, wieder zurückzubringen in die Mitte der Gesellschaft über ein entsprechendes Sozialsystem, als wenn man versucht, sie in ihren Wohnungen auch zu halten und entsprechend zu unterstützen. Letzter Punkt. Ich habe große Sorge, wer die Kosten dieser Krise tragen wird. Und ich glaube, da wird es dann wirklich eine Gerechtigkeitsdiskussion geben. Und ich mahne jetzt schon alle Verantwortlichen auf Ebene Bund, Länder, die in politischer Verantwortung sind, Bundesregierung, Landeshauptleute davor, dass die Kosten dieser Krise ganz sicher nicht die Alleinerziehende, die kinderreiche Familie, die Mindestpensionistinnen und die Mindestpensionisten tragen werden können. Und da kann man, glaube ich, gar nicht frühzeitig genug warnen, weil das wird eine große Herausforderung, auch um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Herr Schwertner, das waren ganz wichtige Punkte. Vielen Dank auch dafür. Frau Salzer, Klaus Schwertner hat es jetzt eh schon angesprochen mit Fragen des bezahlbaren Wohnraums zum Beispiel. Sie warnen ja auch davor, dass Menschen da nur an ihr eigenes denken und ihre Verantwortung für den anderen aus dem Blick verlieren könnten. Jetzt auch an Sie natürlich die Schlussfrage, um da wieder zu den Lichtblicken zu kommen, die Heinz Bude angesprochen hat, zu Recht, wie ich finde. Wie kann die Gesellschaft vielleicht wieder lernen, gerade in einer Krisensituation über Solidarität, über Gerechtigkeit zu reden? Und vielleicht, wie kann man auch einen Diskurs wegbringen? Wir erleben das ja, dass es den Kampf der Solidaritäten gibt am Thema Zuwanderung zum Beispiel, aber auch an anderen Themen oder auch vielleicht, wer dann die Kosten einer Krise zahlen wird. Wie kann man dann auch wieder lernen, über Solidarität zu reden, aber auch über diese Themen zu reden, über die Zukunft der Arbeit, über soziale Themen? Was ist Ihre Einschätzung oder was wäre Ihre Empfehlung? Ich glaube, das Wichtigste ist im Moment, dass wir die Demokratie stärken. Weil ohne Demokratie gibt es weder einen Sozialstaat, noch einen Rechtsstaat, noch eine Solidarität, noch eine gerechte Gesellschaft. Und die Anzeichen, dass es Bemühungen gibt, die österreichische Demokratie zu unterwandern, sind vorhanden. Das heißt, wir müssen sehr aufmerksam sein, dass die Demokratie sich stärkt, dass wir
Diskussionen zulassen, dass wir die wichtigen Fragen stellen, wie sie heute auch, dass wir erwachsam bleiben. Und die Omas gegen rechts machen Widerstand, solange sie leben, weil wir Angst um diese Demokratie haben. Wir sind mit ihr jetzt, ich bin 73 Jahre, bin mit ihr aufgewachsen und ich möchte sie nicht missen. Und Herr Schwertner, Sie haben völlig recht, der Sozialstaat ist eine großartige Errungenschaft und nur auf Basis der Demokratie und der Menschenrechte kann ein Sozialstaat und ein Rechtsstaat existieren. Ja, und deshalb glaube ich, alle Bemühungen müssen zur Stärkung der Demokratie dienen, beziehungsweise ein Kampf gegen diese Menschen, die sie ausfüllen wollen. Wunderbar, ein wunderbares Plädoyer. Bevor wir jetzt zu den Publikumsfragen kommen, ich sehe über den Chat welche, ich sehe auch über andere Kanäle schon welche. Eine abschließende Frage jetzt einmal im Panel noch Herr Bude an Sie. Sie führen ja aus, dass man den Gewinn der Solidarität nur zu ermessen weiß, falls man die Einsamkeit kennt. Vielleicht wollen Sie uns das noch am Schluss ein bisschen verdeutlichen, auch ein bisschen als Lichtblick, denn die Solidarität soll ja nicht als sinnlos oder oft als sinnlos für das Ganze oder teuer für einen selbst erscheinen, sondern man soll ja einwilligen, sich doch solidarisch zu verhalten. Vielleicht haben Sie da noch einen Lichtblick oder einen Tipp von uns, für uns, wie wir das bewerkstelligen können. Naja, es gibt einen Held in meinem Buch, das ist Albert Camus, der meiner Ansicht nach die Frage der Solidarität am schärfsten durchdacht hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und dessen Ergebnis ist eigentlich, es gibt keine rationalen Gründe für Solidarität. Es gibt auch keine Gefühle, auf die man sich verlassen kann in der Solidarität. Es gibt nur die Möglichkeit, sein eigenes Weltverhältnis zu klären, was immer auch ein Verhältnis zu anderen ist, was wir schon mehrfach herausgearbeitet haben. Mhm. Und nur aus dem Bewusstsein des eigenen Weltverhältnisses heraus ist es möglich zu sagen, ich bin solidarisch, weil ich es mir selber schuldig bin. Nicht, weil es rational ist und nicht, weil es irgendwelche anderen Leute fordern, sondern weil ich es mir selber schuldig bin. Und das ist, die Hauptmöglichkeit. Ich bin es mir selber schuldig, dass Leute, die in ihrem frühen Erwachsenenalter in einer Wohnungslosigkeit landen, nicht danach zu fragen, ach, du bist doch selber schuld daran, sondern ich bin es mir schuldig, nicht zu fragen, was dir zusteht, sondern mich darauf zu konzentrieren, was du brauchst. Und wenn ich dazu in der Lage bin, dann weiß ich, das ist der Sinn dieses Satzes, habe ich nie das Gefühl gehabt, zu wissen, was es, überhaupt nur die Idee zu haben, was es bedeuten würde, ich würde ganz alleine auf der Welt leben. Diese Idee, das zu empfinden, was es bedeutet, alleine auf der Welt zu leben, das ist die Fähigkeit, Einsamkeit wahrzunehmen. Und das scheint mir der eigentliche Durchbruch zur Solidarität zu sein. Es gibt Menschen, die das nicht empfinden und die werden auch nicht solidarisch sein. Gut, dann mache ich gleich weiter mit den Publikumsfragen. Ich bitte Sie einfach, sich zu jenen zu Wort zu melden, wo Sie sich besonders angesprochen fühlen, insbesondere natürlich zu jenen, wo Sie direkt angesprochen werden. Ich fange mit zwei eher ökonomischen Fragen an. Und zwar haben wir einerseits an die Frau Salzer die Frage, was halten Sie von der Gemeinwohlökonomie als einer Alternative für den Kapitalismus? Sie haben Ihre Kapitalismuskritik ja formuliert. Und dann schließe ich gleich an den Herrn Bude. Wenn Sie die Ersetzung des Kapitals für problematisch halten, was könnten bessere ökonomische Modelle aus Ihrer Sicht sein? Vielleicht beginnen wir gleich, dass Sie da direkt angesprochen diese beiden Fragen beantworten. Ja, ich bin leider keine Wirtschafterin und kenne mich mit der Gemeinwohlökonomie nicht wirklich aus. Ja, also ich kann nur sagen, wie die Art von Wirtschaftssystem, die wir haben, sich auf einzelne Menschen auswirkt. Und dass das durchaus auch zu einem Mangel an solidarischem Verhalten führt. Weil zum Einkaufen brauche ich ja niemanden. Ja? Also es ist eine Welt, wird gezimmert mit Handy und Laptop und Geschäften, wo man ja andere nicht mehr
dringend braucht, um den täglichen Bedarf zu decken. Es ist ja eine Tendenz weltweit, dass es zum Beispiel von Japan habe ich gelesen, dass es genug Menschen gibt, die den ganzen Tag alleine ihr Leben haben, auch zu Hause arbeiten und keine Partnerin mehr brauchen. Ja? Es ist schon zu anstrengend, eine Partnerin zu haben. Das kostet schon zu viel Energie. Okay, ja, aber Gemeinwohlökonomie kenne ich nicht wirklich im Detail. Ja? Okay. Kein Problem, Herr Bude. Wer kennt es, Herr Bude? Nein. Oder Herr Schwertner? Ich glaube, es ist ganz gut zusammenzubringen. Im Prinzip ist ja die Gemeinwohlökonomie baut auf dem Modell der Genossenschaften. Und das Genossenschaftsmodell glaube ich, eines der ganz wichtigen Modelle für eine transkapitalistische Perspektive. Nicht antikapitalistisch, transkapitalistisch. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ich glaube, wir sollten unsere Energie nicht darauf verwenden, zu überlegen, ob es eine Welt jenseits des Kapitalismus gibt, sondern wir sollten uns lieber darauf, unsere Energie lieber darauf verwenden, in der Art und Weise, wie wir jetzt leben, die Formen einer Gemeinschaftsorientierung in dem Sinne, dass wir durch wechselseitige Hilfe, durch wechselseitiges Füreinander einstehen, Formen der Versorgung des gemeinsamen Lebens schaffen und auch stabilisieren können, die, glaube ich, und das, diese Diagnose kann man, glaube ich, ziehen, die in den letzten 50 Jahren in vielen Teilen der Gesellschaft zurückgedrängt worden sind. Also eine Redakteurin der Taz, der Tageszeitung aus Berlin, hat das mal sehr schön gesagt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Also und diese Problematik, die dahinter steckt, ist, glaube ich, etwas, wo heute sehr viele Leute dran arbeiten. Denn eine ganz wichtige Frage, in der wir uns im Augenblick befinden, ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit großer Transformationen, dass, wenn Sie nur an die Ökologiefrage denken, das Hauptproblem allerdings ist, und das zeigt jetzt sich in der Pandemie, viele Leute wünschen sich sehnsüchtig eine Rückkehr zu einem gemeinsamen Leben wieder. Das ist überhaupt keine Frage. Die allermeisten sehnen sich nach einem gemeinsamen Leben, eben genau wie Herr Schwertner das eben gesagt hat. Aber wir werden zurückkehren an einem Ort, wo wir noch nie waren. Das ist das eigentliche Problem. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Transformation zu denken, Rückkehr als eine Bewegung der Transformation zu denken. Und das ist die eigentlich politische Aufgabe. Wie kann man Menschen mehrheitlich davon überzeugen, dass Rückkehr in eine lebbare Normalität bedeutet, man kehrt in eine Welt zurück, die man noch gar nicht gekannt hat. Okay, dann habe ich die nächste Frage an den Klaus Schwertner. Sie schreiben, gut Mensch zu sein. Warum wird eigentlich das Wort Gutmensch so oft als Schimpfwort benutzt? Und ich fasse das jetzt mit zwei weiteren Fragen zusammen, die da an Sie gerichtet sind. Gibt es eigentlich viel mehr gute Menschen als böse Menschen? Und die nächste Frage ist, warum, schließt durchaus daran an, warum sind die meisten guten Menschen so viel leiser als die bösen Menschen, wenn man jetzt von einem Flowering absieht? Also ich habe ja diesen Titel geschenkt bekommen von einer befreundeten Journalistin, mit der ich ganz zu Beginn, während am Ende des ersten Lockdowns, da es schon wieder möglich war, im Magdas Hotel in Wien gesessen bin und ihr von dieser Buchidee erzählt habe. Und sie hat mir dann 4 Stunden später diese WhatsApp geschrieben mit dem Titel, der jetzt am Cover steht. Und warum auch? Weil zuallererst, ich finde, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das soll deutlich werden. Und gleichzeitig aber natürlich, weil er auch mit diesem Begriff spielt, Gutmensch, der so in den 90er Jahren hochgekommen ist als Begriff der Menschen, die sich für andere einsetzen, als naiv darstellen soll, der sie runtermachen soll, diffamieren soll, klein machen soll. Und ich finde, das darf man nicht zulassen. Also man darf solche Begriffe nicht sich aus der Hand nehmen lassen. Und deshalb versuche ich mit dem Buch in ein Stück weit zurückzuholen, zurechtzurücken und auch bewusst zu machen. Und das schließt vielleicht sozusagen an die zweite oder dritte Frage an, die gestellt wurde.
an die zweite, nämlich, dass wir das alle in uns tragen. Wir haben das Gute und das Böse in uns und wir können uns jeden Tag neu dafür entscheiden, was wollen wir stärken in uns. Und dann können wir uns selbst die Frage stellen, sind wir lieber ein böser Mensch oder sind wir lieber ein guter Mensch? Und dann wird es eh schon schnell ad absurdum geführt, weil dann werden wir wohl alle für uns entscheiden, dass wir lieber ein guter Mensch sind, als dass wir ein böser Mensch sind, weil das wäre dann die Alternative. Letzte Frage, die sich bezogen hat auf Aufmerksamkeit. Ich habe schon auch manchmal das Gefühl, es sind jene, die sehr poltern, die sehr populistisch unterwegs sind, die sich empören, das sind die, die laut sind. Die, wo wir auch, das, so ist es mir damals übrigens auch beim Flowering gegangen, rund um das Wiener Neujahrsbaby, wie diese Welle an Hass und Gewalt wenige Tage nach Weihnachten über diese Familie aus Wien hereingebrochen ist, nur weil die Mutter ein Kopftuch trägt. Wo ich mir damals gedacht habe, jetzt ist eine rote Linie überschritten. Das kann doch nicht sein. Was geht da ab gerade im Netz? Und wie schafft es Social Media und die ganzen Online-Plattformen und die Stimmung, die in der Gesellschaft sind, auch dieses Niedrigste aus uns herauszuholen? Und ich habe mich damals verdammt klein gefühlt. Ich habe mir gedacht, was kann ich da ändern? Ich habe gezweifelt. Ich habe mir gedacht, macht das überhaupt Sinn? Und dann hatte ich spontan diese Idee, dieses Posting, es war ein ganz normales Facebook-Posting zu machen, mit der Idee, ein Willkommensbuch für diese Familie zu schreiben. Aber nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen Menschen da draußen. Ich habe mir gedacht, einige Dutzend werden schon mitmachen vielleicht. Und dann ist das eine weltweite Umarmung geworden. Aus allen Kontinenten sind Nachrichten geschickt worden. Dieser Flower Rain hat es bis in die New York Times geschafft damals. Und ich bin damals auch vom Magdas Hotel übrigens nach Hause gefahren an diesem Abend zu meiner eigenen Familie und habe diese Verletzlichkeit selber gespürt. Wie verletzlich ich damals auch war, wie meine kleine Tochter, die heute 5 ist, wie verletzlich wir als Familie waren direkt nach der Geburt, wie schön diese Momente des Glücks waren. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie würde es mir gehen, wenn diese Welle an Hass und Gewalt da auf unser junges Glück hereinbricht. Und ich habe mir gedacht, da muss man etwas dagegen setzen. Und das ist gelungen, aber nicht deshalb, weil ich das so großartig gemacht habe, sondern weil es da draußen ganz viele Menschen gegeben hat, die dasselbe gespürt und empfunden haben und die nur einen Kanal gebraucht haben, um das zum Ausdruck zu bringen. Und damals ist es gelungen, einen Shitstorm zurückzudrängen. 30.000 Nachrichten, die geschickt worden sind, Willkommensbotschaften, Liebesnachrichten und für dieses kleine Mädchen und die Familie. Ein Buch, das A3 groß ist, mehrere Kilo schwer geworden ist, mehrere hundert Seiten dick geworden ist, voller Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung. Und ich denke mir, das ist möglich. Also das hat bewiesen, dass es ganz schwierig ist, diese ersten Schritte zu setzen. Und das fällt mir insgesamt bei der Caritas Arbeit auch auf. Die meisten werden die Gruft kennen. Das ist das zweite Beispiel und da komme ich schon wieder zu einem Punkt. Die Gruft ist damals entstanden, weil ein paar Schülerinnen und Schüler mit ihrem Religionslehrer sich überlegt haben, was heißt eigentlich Christ zu sein? Redet man da nur oder muss man da auch etwas tun? Und die haben damals begonnen, obdachlosen Menschen Schmalzbrot und Tee auszuschenken und auszuteilen. Und eines hat das andere ergeben. Sie haben Kleider gesammelt und Kleider ausgegeben. Sie haben gemerkt, wenn man Tee ausschenkt, brauchen Obdachlose auch eine Toilette und haben eine Toilette unter der Kirche dort eingebaut. Und heute ist das eine der größten und bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Obdachloseneinrichtung in ganz Österreich. Hätten diese Schülerinnen und Schüler sich damals gedacht, wie sie damit begonnen haben, Schmalzbrot zu streichen, Tee zu kochen, dass das mal so wird? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir müssen uns ermutigen, wechselseitig diese ersten Schritte zu gehen, uns zu trauen und auch nicht sozusagen davor zurückzuschrecken, dass diese ersten Schritte manchmal auch vielleicht falsche Schritte sind und wir in eine andere Richtung abbiegen müssen in dieser Solidarität und in dieser Hilfe. Aber wir sollen sie gehen und wir sollen sie machen und nicht bequem zu Hause sitzen und auf die Welt da draußen schimpfen. Herr Schwertner, nachdem Sie jetzt schon Ihre Tochter und die Schüler angesprochen haben, ziehe ich jetzt eine Frage vor, die mir auch besonders interessant scheint, nämlich die Frage, warum weiß ein Kind, anderen Menschen zu helfen und warum verlernt das der Erwachsene später? Woraus oder wie erklärt sich dieses solidarische Handeln?
Und dann noch eine Frage, die direkt an den Herrn Bude gerichtet ist. Da steht noch einiges an Kommentar dabei, aber ich versuche jetzt die Frage da abzuleiten. Ja, das ist ein ganzer Roman. Sind zwei Absätze, ja, das ist ein ganzer Roman. Genau. Der Unterschied zwischen Konformität als Antwort auf den Gruppendruck und Solidarität als ein Ausdruck von Hilfe und Unterstützung. Das wäre noch die zweite Frage, die dann noch an Sie direkt gerichtet ist. Wollen wir vielleicht damit beginnen und dann nehmen wir die Frage zu den Kindern an Sie alle. Herr Bude, bitte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist, Solidarität ist auch eine Praxis der Freiheit, das stimmt. Also wer solidarisch ist, ist sich selber, was ich eben gesagt habe, ist sich selber etwas schuldig. Und das kann man nicht auf andere abwälzen, obwohl natürlich es Situationen gibt, das ist die Sache mit dem gemeinsamen Tischtragen, wo andere Ansprüche an einen erheben kann, denen man sich nicht mehr entziehen kann, wenn man, wie Herr Schwertner das eben gesagt hat, eine Sache angefangen hat. Kann ich irgendwann sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, abends zu kommen, will jetzt kein Tee mehr ausschenken. Das wird schwierig werden, wenn man sowas gemeinsam angefangen hat. Und das ist so ein Punkt, also die anderen ziehen einen mit im Gemeinsamen, aber es gibt Situationen, wo man auch für sich selber Stopp sagen muss und sagt, nein, das ist jetzt nicht das, wo ich denen folge, die sagen, das ist jetzt die Stimmung in der Gruppe, sondern wo ich mir selber etwas schuldig bin, auch möglicherweise in der Perspektive, dass es völlig hilflos und völlig sinnlos ist. Gut, und dann, das ist jetzt an niemanden spezifisch, an Sie alle, ja, warum glauben Sie, ist ein Kind bereit, seinem nächsten Menschen zu helfen und der Erwachsene überlegt, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, ob er diese Hilfe leisten soll. Wer möchte beginnen? Also mir wäre es wichtig, noch zu sagen zum Thema Solidarität. Solidarität ist im Ursprung überlebensnotwendig. Ja, es ist ein, also mit dem Schuldig habe ich ehrlich gesagt Probleme. Es ist überlebensnotwendig. Wenn Menschen nicht am Anfang der Geschichte der Menschheit oder auch später immer wieder sich kristallisieren um das Überleben, dann hätte es kein Überleben gegeben. Das heißt, es braucht sowohl im gemeinsamen sozusagen Kinderaufzucht als auch in dem Nahrungsmitteljagen oder was auch immer, hat es gebraucht, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl aus Überlebensgründen. Und das ist auch heute noch so. Eine Familie oder Alleinerzieherinnen oder wer auch immer, der bedürftig ist, kann nicht überleben. Und insofern ist das für mich eine sozusagen ganz tiefe Emotion, die Solidarität und ein tiefes Wissen darum, dass Überleben nur gemeinsam geht. Okay, vielen Dank. Herr Bude, Herr Schwertner. Herr Schwertner, glaube ich. Also ich halte ja manchmal auch Vorträge oder bin bei Diskussionen in Schulen, auch in Kindergärten, aber ich erlebe es auch bei meinen eigenen Kindern. Und ich habe einen Vortrag über die Caritas-Arbeit gehalten in einer Volksschule. Ich glaube, es war 2. Klasse und 4. Klasse damals. Und ich war wirklich völlig baff nachher, wie empathisch diese Kinder waren. Nämlich als Klassenverband und unterschiedlich und sich Gedanken gemacht haben, welche Fragen sie gestellt haben, was sie bewegt haben. Und ganz stark beim Thema Betteln. Also weil das sozusagen für die Kinder auch die sichtbarste Form der Armut ist. Und ich habe nachher viel darüber nachgedacht, weil Betteln ja auch so ein polarisierendes Thema fast wie das Thema Asyl und Flucht ist. Ja. Und ich bin dann für mich zur Erkenntnis gekommen, dass Kinder halt eine sehr hohe Empathiefähigkeit auch deshalb haben, weil sie noch nicht von uns Erwachsenen, solange sie von uns Erwachsenen noch nicht ein Stück weit vergiftet werden, ja, sozusagen
mit negativen Erfahrungen, und die müssen sie natürlich auch selber machen. Ja? Und ich glaube, gerade bei diesem Thema Betteln, wenn ein gesellschaftlicher Diskurs geführt wird, dass man hinter jedem Bettler einen Kriminellen vermutet und nicht zuallererst einen armutsbetroffenen Menschen, dann führt das dazu, dass die Empathiefähigkeit bei Erwachsenen, was das Thema Betteln anlangt, alleine unter diesem Aspekt schwierig ist. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass das auch nervig ist, wenn wir so hautnah vor Augen geführt bekommen, dass es Armut gibt. Das ist etwas, was uns irritiert, was uns oft auch zu nahe geht, was sozusagen da in die eigene Aura eindringt und das wir dann gerne mal schnell wegwischen. Und ich habe das Gefühl, das haben Kinder nicht. Im Gegenteil, die überlegen sich dann, also ich merke es bei meinen eigenen Kindern, die dann an meiner Jacke oder an meiner Hose zupfen und fragen, können wir nicht dem Herrn ein paar Münzen geben? Und es ist ganz selbstverständlich. Und ich glaube, ein bisschen, dass wir uns diese Empathiefähigkeit mit ins Erwachsenenalter erhalten, die Kinder haben. Und natürlich ist es auch wichtig, Erfahrungen zu sammeln und Fakten zu sehen und die nicht zu leugnen. Aber ein bisschen mehr von dieser Empathiefähigkeit, die Kinder haben, würde ich mir wünschen, dass wir sie mit rüber ins Erwachsenenalter aufnehmen. Herr Bude, Ihre Einschätzung zu der Anteilnahme, zu dem Helfen? Woher kommt das aus Ihrer Sicht? Ist schwierig. Die Menschen machen gute und schlechte Erfahrungen und sie ziehen manchmal ungünstige und günstige Konsequenzen daraus. Also das ist, die Frage war ja, warum manche im Zuge ihrer individuellen Entwicklung zu einer gewissen empathischen Stumpfheit gelangen. Das kann auch eine Dimension von Selbstschutz sein. Das kann auch das Verfolgen eines Gruppen, also das sich überlassen eines Gruppenzwangs sein, das kann auch sein. Das Problem ist, dass für Kinder die Zukunft immer noch offen ist. Es kann alles noch gut werden. Wenn sie Mitte 40 sind, kann viele Menschen verstehen, die nicht mehr glauben, dass die Zukunft für sie offen ist. Und dass dann sie andere Schlüsse aus dieser Erfahrung ziehen. Also das ist kompliziert. Also ich glaube nicht, dass man sich bis zu seinem Lebensende den Blick eines Kindes bewahren sollte. Das finde ich auch keine gute Perspektive. Ich glaube eher, man muss mit der Möglichkeit leben, Enttäuschungen verarbeiten zu können. Und wie man Enttäuschungen verarbeiten kann, das zeigt gerade die Limitierung eines kindlichen Blickes. Als Kind kann man Enttäuschungen neutralisieren. Ab einem bestimmten Maße seines Erwachsenenlebens kann man das nicht mehr so einfach. Und das ist eine der ganz großen Probleme. Ein großer Wiener hat das mal so ausgedrückt: Im Leben kommt es darauf an, das Unglück ertragbar zu machen und nicht zu einem neurotischen Unglück auswachsen zu lassen. Okay, gut. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt noch eine Publikumsfrage mitnehmen, und die bietet sich auch an, um die mit einem Appell zu verbinden, den Sie vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gerne mitgeben möchten. Und die Frage ist eine weite, aber sie ermöglicht vielleicht auch eine sehr konkrete Antwort. Ist Solidarität als große Idee beängstigend, beziehungsweise was ist das soziale Band der solidarischen Gesellschaft? Wer möchte mit seiner Einschätzung über das soziale Band der solidarischen Gesellschaft beginnen? Also ich finde, Solidarität ist nicht beängstigend, sondern ganz normal. Jede Gesellschaft, ob das jetzt im Dschungel ist oder in einer westlichen Gesellschaft, hat Solidaritätsprinzipien herausgearbeitet. Sie sind fürs Überleben notwendig. Und was war noch die Frage? Die Frage war das soziale Band der solidarischen Gesellschaft. Das soziale Part? Band. Ah, Band. Band, ja. Ja, das ist zu stärken, wo immer man kann. Natürlich kann man das nicht auf Zivilgesellschaft verlagern.
Also für mich wäre das ein wirklich ganz wichtiger Schritt, dass jede Regierung auch solche Gesetze macht, die Solidarität abbilden. Ja, also zu sagen, wir haben da die Caritas oder die Diakonie und andere Einrichtungen, die sind für solidarische Leben zuständig und wir anderen in unseren Gesetzen kümmern uns nicht um Menschen, die drohen zugrunde zu gehen, das ist, geht nicht. Das heißt, es ist total wichtig, dass eine Gesellschaft ihre Gesetze immer wieder überprüft in Bezug auf solidarisches Handeln. Und es muss gesetzlich verankert sein, wer wann welche Unterstützung bekommt. Das heißt, ich bin eine Systemgläubige. Ich glaube, dass Systeme so gemacht werden müssen, dass es ein Abbild von Solidarität auch in den Gesetzen gibt und man sich nicht auf zivilgesellschaftliche, karitative Organisationen verlässt. Was tatsächlich ja auch in der Vergangenheit geschehen ist, zum Beispiel 2015. Wenn da die Zivilgesellschaft nicht gewesen wäre, weiß nicht, was gewesen wäre. Das heißt, es ist total wichtig, dass ein Staat seine Gesetze so macht, dass es ein Solidaritätsprinzip in diesen Gesetzen gibt und man sich nicht auf jemanden anderen verlässt, der das dann umsetzen muss. Ja, also das persönliche Engagement ist immer gut und schön, aber es darf nicht dazu führen, dass ein Staat sich verlässt auf die soziale Intelligenz von Zivilgesellschaft. Vielen Dank, Herr Schwertner, Ihre Einschätzungen zum sozialen Band der Gesellschaft und zu dieser großen Idee der Solidarität. Große Frage. Ich mag es noch ein bisschen breiter noch kurz machen, weil wir haben ganz viel über Gut und Böse heute gesprochen. Ich mag noch mal eine Lanze dafür brechen, dass es ganz viele Grauschichtungen dazwischen gibt und nicht wir uns ein bisschen von diesem Schwarz-Weiß-Denken verabschieden sollten. Das ist mir wichtig und ich glaube, das ist auch wichtig für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Das ist auch wichtig, dass Solidarität funktionieren kann in einer Gesellschaft. Ich habe jetzt nur gerade darüber nachgedacht, was Sie jetzt noch Frau Salzer zuletzt gesagt haben, weil ich das nicht als Widerspruch erlebe. Also ich glaube auch, der Staat darf sich nicht zurücknehmen, deshalb, weil es in einer Gesellschaft solidarisches Handeln und eine starke Zivilgesellschaft gibt. Gleichzeitig ist das ganz oft ein Miteinander. Was meine ich damit? Die Caritas macht viele Dienstleistungen im Auftrag der öffentlichen Hand auch und gleichzeitig gibt es andere Bereiche, wo wir rein über Spenden Projekte finanzieren müssen, mit Freiwilligen großartige Dinge leisten. Und im Jahr 2015 war zumindest zu Beginn beides da. Da war staatliche Verantwortung da, da war aber auch zivilgesellschaftliches Engagement da. Nur es ist dann sukzessive, speziell wenn es um die Integrationsarbeit gegangen ist, hat sich der Staat immer mehr zurückgezogen und hat es der Zivilgesellschaft sozusagen überlassen. Und das sehe ich auch ganz kritisch und hat... geht nicht. Mhm. Appell zum Schluss, ich glaube schon, dass die gute Nachricht ist, wir können die Welt retten. Und das ist alternativlos, das ist nicht naiv, wenn man so oft das Gutmenschen unterstellt, sondern gerade auch, wenn ich an die Klimakrise denke, wie lange haben wir die geleugnet und jetzt kommen wir irgendwie drauf, dass wir da doch mehr tun müssen, als wir vielleicht lange glauben wollten. Und jeden Tag dürfen wir uns dafür entscheiden, diese Welt ein bisschen menschlicher, ein bisschen heller, ein bisschen gerechter zu machen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Und ich glaube, das ist auch ansteckend im positiven Sinn. Damit ansteckend muss man natürlich aufpassen in Tagen wie diesen. Aber Solidarität ist auch ansteckend. Wenn Menschen sich da zusammentun, sich für andere einsetzen, dann wirkt das, dann begeistert das. Und dann tut das einer Gesellschaft auch gut. Und wenn wir irgendwann erkennen, dass diese Kluft zwischen Arm und Reich und Solidarität auch dazu beiträgt, dass Menschen eigentlich
dankbar sein sollten, dass sie Steuern zahlen dürfen, damit es sozusagen Investitionen in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass es diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt. Das würde ich mir wünschen. Davon sind wir schon noch weit entfernt, weil man muss sich nur anschauen, wie sich wohlhabende Menschen in zum Beispiel Südamerika oder Südafrika hinter Mauern, hinter Stacheldraht verstecken und verschanzen müssen. Und die Frage ist, wollen wir in so einer Gesellschaft leben? Und ich glaube, ganz rasch werden wir dazu kommen, nein, das wollen wir nicht. Das heißt, es ist wichtig, dass es dass diese Kluft zwischen Arm und Reich nicht größer wird. Und ich glaube, für mich ist das dieses Band, dieses solidarische Band, das es zu stärken gilt, damit das nicht auseinanderdriftet. Einsamkeit, das vorher auch angesprochen wurde, ich habe das nur im letzten Jahr erlebt. Wir haben ganz rasch eine Hotline gegen Einsamkeit eingerichtet, das Plaudernetz, wo es ganz unkompliziert möglich ist, mitzumachen, sich für andere einzusetzen, nämlich von überall. Man meldet sich über eine Homepage an, nämlich www.plaudernetz.at und kann da einfach mitmachen. Und das Einzige, was man macht, ist, man plaudert mit anderen Menschen. Diese Hotline wird angerufen von Menschen, die niemanden zum Reden haben, die gerne mit anderen plaudern wollen und können ganz unkompliziert beisammen sein. Und das ist großartig und eigentlich sieht man daran, wie einfach das auch ist, dass man wieder ins Gespräch kommt, gerade auch in Zeiten, wo wir voneinander Abstand halten müssen. Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, auch an Sie, Herr Bude, die Frage nach dem Band in der solidarischen Gesellschaft. Ich muss ganz kurz sein, weil ich schon in den nächsten, ich bin schon überfällig für den nächsten Talk seit 2 Minuten. Tut mir leid. Kein Problem, bitte. Der Sozialstaat oder der Wohlfahrtsstaat muss gerecht sein. Die Gesellschaft kann sich Solidarität leisten. Und das ist die eigentliche produktive Dialektik. Wenn es nur den Sozialstaat gäbe, würden wir ersticken, und wenn es nur die Solidarität gäbe, würden wir unseren Respekt voreinander verlieren. Und das, glaube ich, ist die Dialektik, um die es geht. Ich muss mich leider jetzt sofort verabschieden, weil ich schon 2 Minuten überfällig bin. Kein Problem, wir sind auch schon am Ende unserer Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihre Impulse, darf Ihnen diesen Dank sowohl vom Publikum gerne ausrichten, als auch in unserem eigenen Namen. Vielen herzlichen Dank, Herr Bude, für die Impulse. Ja. Natürlich auch an Sie, Herr Frau Salzer, und an Sie, Herr Schwertner. Ich darf noch zum Schluss hinweisen auf die nächste Diskussion, die bereits am 19. April aus aktuellem Anlass stattfindet. Da geht es weniger um Solidarität, sondern um ein tagesaktuelles Thema, nämlich unter dem etwas pointierten Titel Das House of Kurz, die Kurznachrichten oder die Buberl-Protokolle, geht es darum, ob es neben dem Mindestabstand, den wir derzeit einhalten müssen, auch wie das Michael Landau mal in einem Interview so formuliert hat, ob es nicht auch etwas wie Mindestanstand in Österreich eben bräuchte, werden unter anderem dabei sein drei Abgeordnete zum Nationalrat und Mitglieder im Ibiza-Ausschuss. Das sind Helmut Brandstätter von den liberalen NEOS, die stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Nina Tomaselli, und der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands, Christoph Marznetter. Außerdem wird dabei sein, es gibt einen Rechercheverbund von ORF Standard und Profil, wird dabei sein die stellvertretende Chefredakteurin des Standards, Petra Stulber. Und am 27. April geht es dann mit unserem normalen Programm weiter. Da geht es um die Zeitenwende in der Weltpolitik, unter anderem mit dem ehemaligen deutschen Außenminister Sigmar Gabriel und dem früheren Bundeskanzler Christian Kern. Ich darf nochmal auf die Publikationen unserer Gäste hinweisen. Bei Klaus Schwertner weise ich noch darauf hin, dass 2 Euro von jedem verkauften Buch auch an ein Mutter-Kind-Haus oder an die Mutter-Kind-Häuser der Caritas gehen, und möchte unsere Diskussion neben dem Dank an unsere Gäste auch noch mit einem Gedanken, mit 2 Gedanken schließen, weil wir immer auch noch zum Nachdenken anregen wollen. Und zwar hat
Arthur Schnitzler gesagt, Solidarität der Bestrebungen knüpft euch mit Bindfäden, Solidarität der Schicksale schnürt euch mit Stricken, Solidarität der Verantwortungen schmiedet euch mit Ketten aneinander. Und Hans-Ludwig Herder hat gesagt, Solidarität ist ein Zeichen von Souveränität und Stärke. In dem Sinne hoffe ich, dass wir mit unserer Diskussion zu der Stärkung dieser Solidarität ein wenig beitragen konnten, anregen konnten. Bleiben Sie bitte gesund. Und nachdem Klaus Schwertner schon die Gruft angesprochen hat, wir durften ja auch einmal über dem Betreuungszentrum der Gruft in den dortigen Räumlichkeiten eine Reihe zur sozialen Frage abhalten, die wir immer auch verbunden haben, nicht nur mit dem Sprechen, sondern auch mit dem aktiven Tun, indem wir dann für die Gruft gekocht haben, Spenden gesammelt haben und so weiter. Also es geht bei diesem Engagement nicht nur um den Diskurs, wie wir ihn pflegen, selbstverständlich auch, sondern natürlich auch um das praktische und folgenreiche Engagement. Damit bin ich dann auch wieder bei den Omas gegen rechts. In dem Sinne, die Online-Formate ersetzen die persönlichen Begegnungen nicht. Wir hoffen, dass wir irgendwann einmal auch wieder Präsenzveranstaltungen abhalten können, sobald es diese gegenwärtige kritische Situation erlaubt und es sinnvoll erscheint. In diesem Sinne nochmal vielen herzlichen Dank und vor allem bleiben Sie gesund.